In dieser Ausgabe von unserem Podcast «Gang und Hose» rede ich mit dem Kommunikationsspezialist Patrick Eigenmann darüber, wieso ich finde, dass man auch mal mehr ausbrechen sollte in seinem Leben und auch mal etwas wagen. «Gang und Hose». Herzlich willkommen zum allerersten Podcast 2022 von «Gang und Hose». Diesen Podcast findest du wie immer auf deiner Lieblings-Podcast-App und mit Bild auf du. Und mit Bild und Ton auf YouTube. Das ist der erste nach der Ferien, darum noch ein kleiner Versprecher am Anfang. Wenn du auf YouTube zuschaust, dann siehst du, dass ich nicht alleine da bin. Das ist ein Gast vis-à-vis von mir. Hoi, wer bist du? Ich bin der Patrick Eigenmann und so im normalen Berufsleben bin ich Kommunikationsleiter bei Unternehmen, aber jetzt gerade seit 2 Monaten Praktikant bei Gango schauen. Genau, und wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt Praktikant bist, dass du nach einem gut bezahlten Job dir das antust, bei uns Praktikum zu machen, die kommen wir noch dazu. Aber zuerst fangen die Folge, wie alle anderen, auch mit der Kategorie «Was schaust du an?», wo es darum geht, dass uns unsere Gäste einen Tipp mitbringen aus Kultur und Unterhaltung. Hast du einen dabei? Ja, ich bringe einen aus der Unterhaltung, und zwar einen, den ich selber nicht gedacht habe, dass ich den mal würde geben. Aber ich schaue etwas vom SRF, das ich ziemlich lustig finde, und das ist «Zucker». Über das reden ja viele im Moment und ich finde es wirklich mal etwas Kreatives, etwas Lustiges und ich freue mich auf die 2. Staffel. Die 1. ist ja gerade zu Ende gegangen. Der Jonas und der Fadrif erzählen einem von denen. Ich habe mal reingeschaut, das hat mich irgendwie noch nicht so gefesselt gehabt. Mhm. Was macht es für dich so speziell gut? Vielleicht schaue ich es ein bisschen mit den Schweizer Brüllen an. Wenn es jetzt vielleicht eine schwedische Serie wäre, wüsste ich nicht, ob ich es gleich würde beurteilen. Mhm. Aber ich finde die ganze Walliser-Szenerie cool. Ich finde die Machart gut, so mit dem Retro-Style, den es drin hat. Und ich finde wirklich vom Humor her, mal, muss ich jetzt sagen, mal, das passt mir. Okay. Ja. Der Humor hat mir irgendwie auch gepasst. Mhm. Ich habe auch gefunden, für eine Schweizer Produktion finde ich es ein recht hoher Standard. Es ist irgendwie lustig, dass man das so speziell rausheben muss. Aber ist mir aufgefallen, ja. Es hat für mich einfach... Wie so vieles, und da können eigentlich die Filme gar nichts dafür oder die Serie. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe alle ein bisschen Mühe, wenn es auf Schweizerdeutsch ist, weil es für mich einfach immer so leicht einen Theatercharakter hat. Ja, ich verstehe, was du meinst. Und außerdem schaust du ja wahrscheinlich Fernsehen oder Bewegtbildsachen sowieso noch ganz anders als ein Normalsterblicher durch deinen Beruf. Aber jetzt vom Dialekt her, mir gefällt halt einfach nur schon der Walliser Dialekt. Mhm. Und das hat bei mir vielleicht auch schon plus 30 Punkte, wo bei einem anderen Dialekt halt vielleicht nicht so wäre, ehrlich gesagt. Hättest du lieber den Walliser Dialekt als deinen eigenen Dialekt? Ja, ich habe nicht den richtigen. Das ist eben so, ich finde es sogar ein bisschen schade, weil ich bin Fan von Sprache und darum auch Fan von Dialekt. Eigentlich in Nidwalden aufgewachsen, mit dem Herz sehr dort verbunden, aber meine Eltern sind beide nicht von dort und darum habe ich so eine Strassenköter-Mischung. Du bist ja ein klassischer Luzerner, oder? Nein, gar nicht. Wirklich nicht? Nein, weil ich bin eben in Zürich aufgewachsen, die ersten 9 Jahre. Und ich glaube, also mittlerweile habe ich das Gefühl, bin ich schon gut assimiliert da, aber ich habe das Gefühl, so Teilsachen hat sich noch von Zürich mitgeschlichen. Die Sonne, so der Klassiker. Ja, genau. Nein, ich habe das Gefühl, sage ich eher ein bisschen und dann dort gehört man es, glaube ich, leicht. Also meine Schüler als Ästlismat haben mich schon sehr ausgelacht. Mich. Tatsächlich, hast du gelitten. Aber für die ist natürlich alles, was nicht Entlebuch ist, sowieso schon fast Zürich. Du, von dem her. Ja. Ich habe auch eine Serie angefangen. Ja. Und ich habe jetzt auch schon 2 Staffeln geschaut, die es gibt. Ich habe kürzlich die 3. Staffel, die mich sehr gefreut hat. Und zwar ist das Ted Lasso. Die läuft auf Apple Plus. Die geht es um einen Ami, der auf England geholt wird. Und dort Trainer wird von einer Premier League Mannschaft. Er war früher eigentlich Football-Coach, hat keine Ahnung von Fußball. Und ich finde die mega schön. Sie ist einfach schön gemacht, diese Serie. Sie ist unterhaltsam und lustig. Recht leichte Kost. Und ich habe das jetzt vielleicht gerade in der jetzigen Zeit, wo alles ein bisschen spezieller und ein bisschen schwieriger ist. Und damit meine ich nicht einmal unbedingt nur Covid, sondern auch Winter und grusig und dreckig und grau. Tut das irgendwie noch gut zu erzählen. Und wie haben Sie denn den? Also was ist denn die Story so in einem Satz? Wie kommt denn der auf England überhaupt? Das ist kein Spoiler, das kann man sagen, weil das wird alles in der ersten Folge dann aufgelöst.
sie, die die Clubleitung hat, die Chefin ist von dem Club, sie hat den Club geerbt in einer Scheidung von ihrem Ex-Mann. Und der Ex-Mann hat sie betrogen und sie ist richtig angepisst auf ihn. Und sie hat gewusst, der Club, das ist das Ein und Alles für ihren Mann gewesen. Und darum stellt sie einen Trainer an, der nichts kann, damit es mit dem Club bergab geht. Und natürlich kann man sich denken, dass das... Ich hätte jetzt auch schon schier geraten, dass es nicht ganz, nicht ganz genau. Ja. Aber das ist so die Story. Aber das kommt man gerade mit über am Anfang. Und dann, ja, ich finde, er ist so ein sehr positiver Mensch. Und ich finde das irgendwie noch inspirierend, wie er mit den Leuten umgeht und allgemein das Leben geht. Wobei, jetzt in der zweiten Staffel stellt sich heraus, dass er natürlich auch seine Dämonen hat, die er damit muss kämpfen muss. Und dass das vielleicht alles nur manchmal ein bisschen Schein ist, wie er tut. Und jetzt ist die zweite Staffel ist viel ernster plötzlich, aber durch das fast noch besser. Okay, ich bin mega gespannt. Ich gehe mal reinschauen. Ich finde, kann es mal geben. Apple Plus habe ich zu Hause gefunden, kostet 6 Franken im Monat. Kann man mal machen und das mal schauen. Wir kommen jetzt vor allem zu dir und nicht zu dem, was ich schaue. Was auch spannend ist. Du bist im Moment Praktikant wieder, nachdem wie lange geschafft hast? Ja gut, geschafft, ja, jetzt muss ich schnell rechnen, Studium und dann irgendwie 25, ja, sagen wir 15 Jahre. Mhm. Ja. Wie ist das? Und warum macht man das? Ja, das Wie ist eigentlich die spannende Frage, weil ich es ja selber nicht so ganz gewusst, als ich mich zu dem entschieden habe. Ich habe einfach gemerkt, so nach 9 Jahren beim letzten Arbeitgeber, die super Jahre waren, da gibt es gar nichts auszusetzen. Aber ich habe einfach wie Lust mal auf etwas Neues gehabt. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, das Neue ist nicht einfach eine neue Arbeitsstelle, genau im gleichen Bereich, sondern das Neue ist irgendwie mal ausbrechen und wieder mich selber herausfordern und Sachen zu machen, die ich eigentlich ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer habe, die mich aber persönlich interessieren. Und ihr seid jetzt die erste Station von diesen 4 Praktika, die ich total mache. Und ich kann sagen, bis jetzt macht es mir mega, mega Spass. Ich habe euch auch ein bisschen kennt schon von vorher als Auftraggeber von Videos. Mhm. Und ich habe gewusst, menschlich passt es mega gut. Und darum habe ich auch sehr gefreut auf das Praktikum. Aber ich muss sagen, ich gehe wirklich am Abend geschlaucht heim. Mhm. Weil man sich einfach auch nicht mehr so gewöhnt ist, von null auf wieder etwas Grund auf zu lernen. Und dass man wieder langsam ist und ineffizient und tausendmal muss fragen. Und das ist noch spannend. Da muss man sich auch wieder ein bisschen reingeben können und sich selber können überwinden und eben trauen, so Fragen zu stellen. Und dass es eben keine blöde Fragen gibt. Und ja, da haben wir wie einen anderen Eigenanspruch gehabt vorher an sich selber. Und jetzt muss man die zweite Frage nochmal sagen. Wie es ist, habe ich jetzt erklärt. Ja, genau. Mhm. Und warum, hast du eigentlich auch schon gesagt, das ist auch die andere Frage, warum macht man das? Und warum habe ich auch schon ein bisschen genau. Ja, es ist, was ich noch sagen kann, ist, es war nicht ein einfacher Entscheid gewesen. Also ich habe ja den letzten Job gekündigt, habe dann die 4 Praktika aber schon gehabt, das habe ich wollen, dass ich nicht einfach ganz ins Blaue rauslaufe. Aber das gibt es ja in dieser Form nicht. Entweder machen die Leute so, gehen reisen, oder sie machen mal einfach gar nichts oder ein eigenes Projekt. Und weil es eben noch nicht so gegeben hat, habe ich ja nicht so richtig können schauen, wie haben das andere gemacht. Ist das eine gescheite Idee, ist es keine. Und hat darum auch ein bisschen Selbstüberwindung auch noch mehr gebraucht von mir selber. Aber ich bereue es keine Sekunde bis jetzt. Bis jetzt, aber jetzt bist du im Ersten. Bis jetzt. ist der ursprüngliche Impuls, etwas zu ändern, ist das also in beruflicher Hinsicht entstanden? Also du hast 9 Jahre dort gearbeitet und es war alles okay gewesen, aber hast du dich vor allem beruflich challengen? Ist das die Idee gewesen? Nein, es war lustigerweise eigentlich eher persönlich gewesen. Also mich als Mensch noch zu challengen. Und einfach nur rauszugehen in die Welt, um mal etwas zu probieren. Und dort merke ich halt oft auch den inneren Schweizer in mir, wie wir ihn vielleicht alle haben, ich weiss nicht, ob du den auch hast, der halt sagt, nein, das kannst du doch nicht. Und nein, das geht doch nicht. Und wie geht das mit dem Geld? Und so weiter. Und natürlich schaue ich mir die Fragen auch an. Aber ich glaube, das Leben ist einfach recht kurz. Und wenn man so eine Möglichkeit hat und es ist einem ein Anliegen, sollte man es vielleicht einfach auch mal mehr machen.
ich werde jetzt oft auf das angesprochen. Und lustigerweise, jetzt, wo ich drin bin, empfinde ich es gar nicht mehr so speziell. Es ist eher, bevor man das, bevor man anfängt zu arbeiten, ist speziell. Jetzt ist es für mich ganz ein normaler Arbeitstag. Ich gehe schauen, ich komme heim, bin müde, koche etwas. Es hat sich ganz viel verändert, außer dass ich einfach sehr viel dazulehre. Sei das jetzt wirklich im fachlichen Bereich, also Videoschneiden, aber eben auch bei mir selber, was kann ich noch, was bringe ich noch, wie schnell bin ich noch, was macht mir Spass, was nicht. Und das habe ich eigentlich vor allem spannend gefunden. Jetzt mach da schnell Klammer auf und für all die, die selber einen Podcast haben oder selber podcastet, schnell ein erster Tipp von mir: Wenn ihr einen Kommunikationsprofi bei euch habt, dann schreibt euch genug Fragen auf. Der Sack beantwortet in einer Frage immer schon meine nächsten Fragen auch schon. Das tut mir sehr leid. Ich glaube, meine Frage ursprünglich, ob das joblicher Hinsicht ist, ist jetzt eben darauf ausgezielt, genau, was macht denn das persönlich mit dir? Wenn du eben lernst, shit, ich bin wieder langsam. Ja. Und die Folgefrage wäre dann, macht es nicht persönlich, auf persönlicher Ebene extrem viel mit einem? Doch, aber ich kann vielleicht noch deine erste Frage nehmen, dass du nicht vergeben da dir so viel überlegt hast in der Vorbereitung. Nein, beruflich ist es so, mir macht mein Job Spass. Und das ist die ganze Kommunikationsgeschichte, die macht mir Spass. Da komme ich draus, da gibt es auch noch Felder, wo ich mich auch noch weiterentwickeln kann. Das ist klar, kann man sich immer. Und ich will da wieder eigentlich auf die Schiene zurück. Also es ist nicht so... Jetzt noch, aber es kann ja gut sein, dass in diesem Jahr einiges passiert und am Schluss bleibst du dann beim Tiergnadenhof hängen. Sag niemals nie. Ja. Ist aber in dem Sinn nicht die Grundidee, dass ich eine Neuorientierung brauche oder irgendwie sage ich, mein Job hat mir nicht mehr Spass gemacht, ich muss jetzt mal ganz etwas anderes haben, ich mache eine Lehre oder was auch immer. Das ist es nicht. Das ist wirklich für mich eine Auszeit, um den Kopf durchlüften und um selber wieder ein bisschen vorwärts zu kommen. Ich sehe es eher als Persönlichkeitsbildung. Als berufliche Weiterbildung oder so. Und darum habe ich auch keine Stelle gewählt, jetzt irgendwie, weil es gut aussieht auf dem CV oder was auch immer, sondern wirklich Sachen, die ich sage, mal, die finde ich spannend, da habe ich immer mal reinschauen. Mhm. Was hast du in den ersten 10 Monaten schon gelernt für dein Selbstreflexionstagebuch? Ich habe gelernt, zum Beispiel, dass Sachen, die in der Kommunikation funktionieren, bei meinem alten Job sozusagen, sehr gut auch funktioniert im Bereich Video. Mhm. Das ganze Storytelling, wie baut man eine Geschichte auf? Jetzt halt bildlich, vorher schriftlich. Mhm. Unterscheidet sich gar nicht so gross. Ich finde es eine recht kreative Arbeit. Und das hat mir sehr, sehr Spass gemacht. Hat mich auch überrascht, dass ich da relativ schnell gefühlt habe. Kannst mir nachher sagen, ob es du auch so empfunden hast. Aber dass ich da recht schnell reingekommen bin. Was ich aber auch gemerkt habe, also ich bin einfach kein technischer Mensch. Das heisst, ich habe sicher länger als andere, oder nicht technisch vielleicht das falsche Wort, auch nicht der hyperdigitale Mensch. Also jetzt das Schnittprogramm, das man drinnen schafft, ich habe wirklich recht geknurzt. Und dann geht es dann schon, wenn ich es mal gecheckt habe. Aber ich merke, wie das geht jetzt nicht mehr einfach so ring, wie vielleicht noch vor 15 Jahren, wo man einfach so in dem Zeug drin war. Da habe ich schon recht... wir müssen Mühe geben, dass es auch funktioniert. Aber das sind jetzt eher Sachen auf beruflicher oder Skill, auf dem Skill-Level. Und was ist dir bis jetzt aufgefallen in persönlicher Ebene? Aber du hast gesagt, du hast gemerkt, du bist wieder ein bisschen langsamer. Und was macht jetzt das mit dir? Ja, ich glaube, man muss einfach schauen, dass man mit sich selber auch ein bisschen gnädig ist. Also das ist... Ja, wie soll ich das sagen? Ich denke, wenn man seinen Job im Griff hat und man weiss, wie die Abläufe gehen und wie ich was mache und so kommt es dann gut und du musst jetzt plötzlich wieder bei Null anfangen, dann hast eben keinen blassen Schimmer, ob es jetzt gut kommt, ob ich die Kamera richtig aufgebaut habe. Was auch immer, dann muss man wie Geduld mit sich selber haben. Und das habe ich nicht immer gehabt. Das habe ich gemerkt, das habe ich wieder müssen mir auch ein bisschen sagen, wenn ich heimgelaufen bin, hey, jetzt einfach mal easy. Es kommt dann schon. Und da merke ich einfach, dass die Tempoverlangsamung, oder? Das ist recht speziell. Ich bin mir das einfach gar nicht mehr gewöhnt, ohne Resultat vielleicht auch rauszulaufen am Abend. Weil sonst ist es einfach gegangen, ohne dass ich überlegt habe. Das merke ich auch, wenn ihr dann Sachen gemacht habt, neben mir, das Gleiche. Und ihr klickt auf Speichern und ich bin halt noch mitten drin. Dann musst du wie selber sagen, hey, nein, eben, du bist jetzt auch nur der Praktikant. Und du darfst dir auch
jetzt auch die Zeit nehmen und auch das Lernen auch wirklich vorantreiben und nicht schon müssen das Gefühl haben, ich muss jetzt schon perfekt sein. Nachdem das ein bisschen bescheidener oder ein bisschen nachsichtiger. Weil ich denke, oder so, wenn jetzt die Skills, die du jetzt hier lernst, nicht weiterhin wirst brauchen, dann wirst du sie wahrscheinlich wieder ein bisschen vergessen. Ja, das kann man jetzt vorstellen. Das wird ziemlich sicher oder die so Übung sein. Zumindest verlieren, oder? Richtig, aber, ja. Aber was nimmst du mit, für wieder zurück, wenn ja dein Ziel ist, wieder zurück in die Kommunikation zu gehen, dann was ist da so, sagst, das hilft mir dann auch dort, die Erfahrung von diesem Jahr? Ich glaube, gut, ich kann es jetzt erst in 2 Monaten sagen, aber ich glaube, es macht einem wieder offener, man läuft wie wieder mit anderen Augen durch die Welt. Mhm. Man sieht alles ein bisschen anders, man ist nicht so in seinem Trotz, sondern man schaut Sachen neu an. Ich glaube auch, es macht mich wieder wissbegieriger. Mhm. Das heisst nicht, dass ich es vorher nicht war. Aber es ist halt nur noch um Details gegangen. Ja, da könnte man noch ein bisschen drehen und da noch ein bisschen drehen. Und da ist es von Grund auf etwas Neues. Und ich merke, wie ich schaue jetzt zum Beispiel auch anders Fernsehen. Es macht mich wissbegierig. Ich will wissen, wie haben sie das gemacht. Und ich habe Perspektiven bekommen, die ich vorher noch gar nie hatte. Mhm. Und ich hoffe sehr, dass es bei allen 4 Praktika dann wird so sein. Ich habe die auch extra ein bisschen unterschiedlich gewählt. Das eine hat mit Tieren zu tun, das andere mit Menschen. Und ich hoffe, dass genau das, das Offensein, das Interessiertsein, mich auch weiterbringt als Mensch. Wird man auch ein bisschen nachsichtiger wieder gegenüber von anderen, wenn vielleicht etwas nicht so schnell geht? Ja, also muss ich wirklich sagen, ja. Kann ich unterschreiben, weil ich merke es jetzt am eigenen Leib, wie das eben kann sein. Mhm. Vor allem eben, wenn man gerade nicht jetzt in dem Feld schon alles weiss oder schon aus dem Feld kommt. Ja, ich bin dann definitiv nachsichtig geworden. Mhm. Ich bin ein bisschen langsamer geworden, ein bisschen relaxter. Und ja, ich finde einfach das Leben recht spannend im Moment. Vielleicht kannst du schnell sagen, was sind nachher noch für andere Praktika geplant, damit man das gerade weiss, wenn du von denen redest. Ja, ich mache es relativ kurz. Ja. Das nächste, wo ich wird gehen, ist das Hospiz in Litau. Dort gehen Menschen in der letzten Lebensphase und werden dann palliativ betreut. Und was heisst palliativ betreuen? Palliativ heisst, man tut mit allen möglichen Mitteln, die die Medizin angeht, einfach noch ein gutes Lebensende ermöglichen. Das heisst, Schmerzmittel speziell einstellen und so weiter. Also man geht eigentlich dort in den letzten Lebenswochen, die man noch hat. Mhm. Und man probiert das möglichst erträglich oder sogar noch so gut wie es geht, auch noch schön zu gestalten, die Wochen dort. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr spannend, das ganze Thema Tod, weil es auch ein bisschen ein Tabuthema ist, habe ich das Gefühl, in der Schweiz. Und darum bin ich sehr, sehr gespannt. Ich bin dort der allererste Praktikant, so wie ich das verstanden habe, wo sie überhaupt engagieren. Und ich werde in alles ein bisschen reinschauen. In der Pflege, ich kann aber auch in der Küche sein, wo ich mithilfe kochen kann. Und das wird, glaube ich, recht abwechslungsreich. Bist du ein sensibler Typ? Ja, man gibt es mir vielleicht nicht immer so gegen aus, aber ja, sehr. Hast du auch ein bisschen Respekt, was das mit dir macht dort? Noch mehr, ja. Nicht nur sehr, sondern sehr, sehr. Weil ich habe eine Vorstellung, aber keine Ahnung, ob die Vorstellung der Realität entspricht. Und das ist vielleicht schon der grösste Schritt aus der Komfortzone von all diesen 4 Praktika, ist wahrscheinlich schon das und das Thema. Mhm. Ich habe Respekt. Ich weiss auch nicht, ob ich das kann, wie man so schön sagt. Ich fange aber auch schon bei der Pflege an. Kann ich dann gewisse Sachen auch sehen oder was auch immer? Ich werde dort wirklich komplett ins kalte Wasser gerührt, habe aber sehr viel Vertrauen, dass die Leute dort eben mich auch entsprechend mitnehmen. Und das Gefühl haben sie mir auch gegeben, sonst hätte ich nicht gesagt, dass ich das wettmache. Das heisst, ich glaube, dort bin ich ziemlich dann auch eng in ein Team und in Begleitpersonen eingebunden. Und nachher geht es zu dir? Nachher geht es zum Radio SRF. Das ist dann wieder näher an meinem Kommunikationsthema, wo ich sonst drin bin. Und ich gehe dann zum Regionaljournal Zentralschweiz und werde dort eine Art ein Radiojournalist für 3 Monate. Mhm. Und am Schluss? Das letzte Praktikum ist, ich wollte immer etwas mit Tieren noch machen. Ich bin so ein bisschen Tierli-Freund. Und gehe darum auf einen Gnadenhof im Emmital. Und speziell an dem Gnadenhof ist,
dass dort auch Leute reingehen können, die zum Beispiel ein Burnout haben oder Wiedereingliederung machen oder einfach Ferien machen wollen. Und es ist so ein Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier, weil Tiere ja erwiesenermassen auch sehr eine gute Wirkung haben auf uns als Menschen. Und das finde ich recht spannend, auch von der Kombi her noch. Entschuldigung, wenn ich die breite Auswahl oder die Breite mir anhöre, dann haben wir bei uns eher etwas technisch Kommunikatives, auch sportlich natürlich mit dem Tischtennis, wo man auch schon sehr emotionale Erfahrungen sammelt vielleicht. Beim Tischtennis? Ja, beim Tischtennis. Auch ja, vor allem, muss mit Enttäuschung und Niederlage umgehen. Das ist wahrscheinlich das, was am enttäuschendsten war. Ich habe eigentlich gemeint, ich könnte Tischtennis spielen, aber es ist leider wirklich nicht mehr so. Ich habe, glaube ich, im ganzen Praktikum 3 Sätze gewonnen vielleicht. Der Vater einmal. Und nachher, aber ich würde sagen, es ist eher etwas technisch-kommunikatives. Dann haben wir das eher Soziale mit dem Hospiz, dann wieder etwas technisch-kommunikatives, wo eher dem alten Job entspricht und am Schluss ist etwas eher in die soziale Richtung. Wenn der Patrick Eigenmann nicht Kommunikationschef wurde, wäre dann irgendetwas Soziales geworden? Ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich das auch schon öfter gefragt, was gibt es denn noch? Mhm. Ich wäre, glaube ich, als erstes eher der Musiker geworden. Von der Auswahl her, von der Fähigkeit und von den Interessen her. Aber ich denke schon, dass ich sehr ein sozialer Mensch bin und auch das Gespür ich habe für Menschen. Und von dem her könnte ich es nicht ausschließen. Aber es ist halt einfach auch so im Leben, man ist irgendwie jung, man kommt aus dem Gymi und dann studierst halt irgendetwas und dann treibt es halt einen in eine gewisse Richtung. Und bei meiner Familie war es naheliegend, weil 3 Leute zusammen mit mir in der Kommunikation sind. Und dann kommen wir das halt so ein bisschen daheim mit über. Ja, niemand hat mich gezwungen, es war alles freiwillig, alles gut. Aber dort liegen halt die prinzipiellen Fähigkeiten. Ja. Vielleicht kannst du schnell einen Abriss über deinen Lebenslauf geben. Ich finde das auch immer spannend, so die Werdegänge, wie die Leute dort reingekommen sind, wo sie schlussendlich stehen. Also du warst im Gymi und dann? Ja, ist nicht sehr spektakulär, glaube ich. Ich habe ein Kommunikationsstudium gemacht und bin aber immer wieder zwischendurch reisen. Was heisst Kommunikationsstudium? Also heisst das Studium für Kommunikation? Oder wie heisst denn das genau? Damals, ja, das verändert sich ja die ganze Zeit, die Studienlandschaft, aber damals hat es die HSW noch gegeben, jetzt HSLU. Und es hat einen Studiengang Wirtschaftskommunikation gegeben. Das hat sozusagen das Wirtschaftliche mit dem Kommunikativen verbunden. Und ich habe lange überlegt, soll ich Uni-Kommunikation oder Hochschule? Und ich habe mich dann für die Hochschule entschieden, weil es halt tendenziell praktischer veranlagt ist und nicht 100 Stunden Kommunikationstheorie referiert wird. Darum die Hochschule. Und was ich auch viel gemacht habe, ich bin einfach immer wieder zwischendurch reisen. Also oft zum Beispiel ein Studium abgeschlossen, dann ein Jahr reisen. Wo? Ja, jetzt müsste ich einen eigenen Podcast machen. Nein, ich bin, wie es so viele möchten, ich bin eigentlich um die Welt. Am längsten in dem Sinne in Asien gewesen. Und aber auch noch Sri Lanka, Indien und fahre über Neuseeland, Australien. So der Klassiker in dem Sinn. Und haben mega Spass gemacht. Aus heutiger Sicht ein bisschen ökologisch zweifelhaft, wenn ich so sehe, wo ich schon überall war auf dieser Welt. Aber es hat, denke ich, mich als Mensch recht geprägt. Sorry, nicht, jetzt kann man ein Fass aufmachen. Das finde ich immer so schwierig. Ich reise auch gerne. Ja. Und eben gerade auf Reisen entdeckst du so viel Neues. Also sag das bei anderen Leuten, du hast Einblicke in Kulturen und entwickelst ein Verständnis für globale Themen, die du vielleicht vorher nicht so gehabt hast. Und es macht andererseits auch mit sich selber mega viel, weil man sich selber besser kennenlernen kann. Also es bringt mir und auch meiner näheren Umgebung und Gesellschaft ja auch etwas, wenn ich mich so weiterentwickle. Aber dann andererseits haben wir eben das ökologische Thema, wo mich dann immer so schwierig finden, was rechtfertigt jetzt was, inwiefern. Wie gehst du mit dem um? Reisest du weniger? Ganz ehrlich gesagt, nein. Ja. Wenn ich
wenn ich wirklich ein Land habe oder eine Stadt oder was auch immer, eine Region, wo ich wirklich reize, dann gar nicht. Natürlich ist es so, wenn du jetzt irgendwie Berlin nimmst oder Hamburg oder so, dann gehe ich inzwischen, wenn es geht, auch mit dem Zug zum Beispiel. Hätte ich früher vielleicht gar nicht überlegt. Mhm. Weil es auch noch gar nicht so ein Thema war und weil es auch nicht irgendwie auf meinem Radar so gross war. Ich sage immer, ich habe noch nie ein Auto in meinem Leben, zum Beispiel. Dort kann man ein paar Kilogramm CO2 abziehen. Ich tue zum Beispiel keine Paketpost stellen, sondern gehe in die Läden immer noch oldschool, noch Sachen probieren, ohne dass man 100'000 Päckchen hinterher lassen, von irgendwie Hamburg oben runter. Es gibt so gewisse Sachen, auch beim Fleisch schaue ich drauf, woher es kommt, wo ich mir wie rauspicke. Aber natürlich ist mir bewusst, dass es meine CO2-Bilanz nicht mehr wird retten in diesem Leben. Ausser pflanzt noch ein paar Bäume. Ausser ich pflanze noch ein paar Bäume. Das wäre vielleicht noch ein anderes Thema. Jetzt habe ich unterbrochen, dann bist du auf einer Weltreise und dann? Dann habe ich einfach schlichtweg verschaffen. Ich bin auf Bern zu einem Verband, so politische Arbeit. Wie hat der Verband geheissen? Pro Marca. Den kennen wir wahrscheinlich nicht gross. Es war sehr spannend. Es war mein erster Job, nicht viel Ahnung hatte, was mich so ein bisschen erwartet. Aber so, dass die ganzen politischen Spielereien sind eigentlich wirklich noch spannend. Wäre nicht mein Lebensjob, aber zum einst reinschauen absolut okay. Und da bin ich, glaube ich, wieder schnell reisen. Und dann bin ich zu Mobility gekommen. Und das war dann mein Job gewesen, die letzten 9 Jahre. Und dort bist du gerade auf dieser Position eingestiegen oder hast du dort noch klassisch müssen aufschaffen? Halb. Es ist meine Machen Position. Machen dort ein Autorennen bei der Mobility und dann der, der genau. Schnellste ist. Ah, mit den grössten Motoren. Genau. Nein, natürlich nicht. Es war ein Job im Marketing-Team, der auch noch Kommunikation dabei hatte. Aber es hat sich einfach so entwickelt, auch vom Unternehmen her, und es ist so schnell gewachsen, dass von ursprünglich vielleicht 10-20% Mediensprecher oder Kommunikationsarbeit, das einfach so aufgeschnellt ist, dass es dann eigentlich eine eigene Position und eine eigene Abteilung geworden ist. Aber es ist eher von der Entwicklung vom Unternehmen her so gewesen und nicht, weil ich mich Anführungsschlusszeichen aufgeschafft habe. Jetzt habe ich ja die einmalige Gelegenheit, dass wir einerseits dich als ehemaliger Kunde haben und Auftraggeber und andererseits jetzt aber auch als Teammitglied. Und wie ist das, die Aussenwahrnehmung von uns als Gango schauen, wo du hast als Auftraggeber und dann nachher den Einblick, wenn du dann im Team bist und die Aufträge musst ausführen, decken die sich oder hast du gemerkt, oder ich sage dir gar nicht, was du vielleicht gemerkt hast, sondern du kannst es selber erzählen, es ist, übernimmst du dann meine Worte. Suggestiv, ja. Suggestiv. Oder ist es so gut, wie du gedacht hast? Ja, du hättest sie sogar dürfen stellen, deine Suggestivfrage, weil ich finde, und das sage ich nicht, weil ich jetzt hier im Podcast hocke, sondern weil das meine ehrliche Meinung ist, ihr seid mega authentisch. Das heisst, so wie ihr eigentlich an der 30 sind, gegenüber mir als Person, aber auch in dem, was ihr macht, das widerspiegelt sich eigentlich eins zu eins, wie jetzt, wo ich bei euch wirklich nebendran hocke. Und das finde ich eigentlich eine schöne Erfahrung, weil ich mir auch vorstellen kann, dass viele Leute auch nicht so sind, dass sie halt eine andere Rolle einnehmen im Job, wie sie halt persönlich sind, was auch okay ist. Aber ich habe das jetzt eine schöne Erfahrung gefunden, um zu sehen, doch, der Nicola ist der Nicola und Jonas ist der Jonas. Mhm. Und hat mir sehr viel Freude gemacht, das zu sehen. Und ich glaube auch, dass es ein grosses Plus von euch ist, gegenüber anderen Firmen vielleicht, wo man halt nicht die gleiche Nähe hat. Ich habe das Gefühl, ihr seid sehr menschlich und sehr offen. Und das hat mir auch immer Spass gemacht mit euch. Und in beruflicher Hinsicht, weißt, hast du gemerkt, vorher bist du Auftraggeber gewesen, hast blöd gesagt, mach das Video und dann hat man vielleicht eine Vorstellung, was das heisst, das zu machen. Und jetzt bist du der gewesen, der das dann tatsächlich gemacht hat? Hat sich das auch etwas deckt in deiner Vorstellung oder bist du da überrascht? Hat sich nicht deckt. Nicht? Nein. Das ist spannend. Wieso? Weil, ich finde, wenn man selber mal dran hockt an so einem Video, und zwar von der Planung sozusagen bis zum Export und bis man es auf YouTube zum Beispiel gestellt hat, hat so enorm viel Arbeitsschritt und auch so
enorm aufwendige Arbeitsschritte drin, dass man sich das als Auftraggeber oder als Laie wahrscheinlich nicht vorstellen kann. Und ich habe immer eine Ahnung als Auftraggeber. Ja, das ist wahrscheinlich schon noch, das braucht Zeit und das braucht Zeit. Aber jetzt mal zum Sehen, die Vorbereitung vom Dreh, dann anfahren, aufstellen, dann hast du x Stunden Material gefilmt und musst das nachher noch aussortieren. Ja, wo sind jetzt die guten Szenen? Allein das, die Arbeit ist enorm. Und ich denke, da hat viele Unternehmen auch gut daran, das auch mehr zu würdigen oder in dem Sinn auch, ja, auch bereit sein, auch einen gewissen Franken zu zahlen für ein gutes Resultat. Denke ich natürlich auch. Aber andererseits habe ich natürlich auch, verstehe ich auch den Kommunikationschef, der auch sein Budget muss einhalten muss, dann schlussendlich, oder? Und das ist so. Und dann nicht auch sagen, ja, easy, dann kostet es halt 10.000 Stutz mehr. Ja, vielleicht ist eher die Schlussfolgerung, dass die Unternehmen generell, wo ja wahrscheinlich alle immer mehr auf Video werden setzen, ist das Medium im Moment, wo boomt, dass man sich halt vielleicht mehr müsste mit auseinandersetzen. Was heisst jetzt das eigentlich und was kostet das und wie wollen wir es auch von der Qualität her? Ich kann natürlich schon ein Budget von 2000 Stutz haben und Reiserwartung, aber es wird einfach wahrscheinlich nicht erfüllbar sein. Und ich glaube, das hätte ich jetzt auch mir müssen, ein bisschen hinter die Ohren schreiben, wenn ich jetzt im Job geblieben wäre, dass ich mich mal mehr hätte müssen mit dem Medium auseinandersetzen, was, damit ich auch klarere und bessere Aufträge geben kann. Das ist übrigens ein lustiger Nebeneffekt, den ich so nicht gedacht habe von diesen Workshops, die wir ja machen mit Firmen, wo wir ja den Leuten vom Marketing oder von der Kommunikationsabteilung oder wer auch immer ein Interesse hat, so ein Handwerk weitergeben von einfachen Videos herstellen, weil wir in erster Linie gedacht haben, es lohnt sich vielleicht nicht immer, uns zu holen und viele Sachen können selber gemacht werden. Und wir uns dann schon vielleicht ein bisschen gefragt haben, ja, schneiden wir uns da nicht ins eigene Fleisch, aber der lustige Nebeneffekt ist eben, dass genau das passiert, dass man eigentlich die Leute nicht nur befähigt, in etwas zu machen, sondern halt auch schult in, was bedeutet so Aufwand und dass dann das Feedback von diesen Firmen, die wir schon gewesen sind, eher ist, ah, das bedeutet das alles und ist schon noch viel Aufwand. Und es ist eigentlich noch ein spannender Nebeneffekt, dass dann genau das passiert ist. Haben Sie vielleicht selber ein bisschen Handyvideos machen und merken, nein, es lohnt sich nicht. Doch ab. Ja, so, es lohnt sich nicht. Und den gleichen Effekt habe ich wirklich auch gehabt. Also es ist, wenn man mal dahinter sieht und auch allein schon, was so eine Kamera, nur von den Einstellungen her und so, was das eigentlich bedeutet, ja, da ist einiges Arbeit dahinter. Ich glaube, das ist doch aber allgemein ein kleines Ding. Nicht? Hat man nicht, man läuft doch viel so in Diskussionen mit Kollegen oder am Stammtisch oder wo auch immer, oder in den Medien auch, wo immer die Leute das Gefühl haben, die machen auch nichts oder ja, die sind nur teuer. Oder, weißt du, was ich meine? Ja, so, dass, absolut, ja. Dass irgendwie nicht wertschätzen oder fehlinterpretieren von Aufwand, von Prüfung. Und man hat immer das Gefühl, das könnte ja, nein, ich kann schon auch noch selber. Und wieso ist das? Also ich kann mir oft nicht vorstellen, was man denn den ganzen Tag macht. Ja. Zum Beispiel, das habe ich allein schon in unserem eigenen Unternehmen gehabt, wo ich geschafft habe. Ja, was machen die jetzt da zippt in der Buchhaltung, in den Finanzen und den ganzen Tag? Oder was machen die? Und das Gleiche habe ich natürlich umgekehrt. Kommunikation, die so wenig greifbar ist, habe ich noch doppelt und dreifach gehabt. Also ich könnte wetten, dass ganz viele das auch von mir gedacht haben. Und ja, ich habe mal angefangen zu sagen, komm, die Leute denken das sicher von mir. Als Lehrer sowieso, wo ich ja war. Da hast du ja immer sehr viele Ferien. Und was machst du ja, Lehrer ist viel, das prädestinierte Beispiel. Dann bin ich schon immer ein bisschen konfrontiert gewesen. Ich habe mir das irgendwie so ein bisschen angeeignet, eben mich zu sensibilisieren selber darauf, wenn ich auch so eine vorgefertigte Meinung über einen Job habe, dass ich denke, komm, wahrscheinlich ist es nicht so. Wahrscheinlich steckt viel mehr dahinter, als ich jetzt eigentlich das Gefühl habe. Aber das hast du dir bewusst müssen überlegen, dass du das machst? Natürlich. Also, vieles passiert wahrscheinlich im Reflex, wo man dann ja aber auch noch eine Kognition hat, wo man dann kann sagen, hey, Moment mal, ist echt das vielleicht, könnte auch anders sein, oder? Wie, was ist denn dein Beruf, oder was ist denn dein Beruf gewesen, wo du gedacht hast, hey, das ist doch, der muss doch den ganzen Tag nichts machen. Gibt es da auch ein Beispiel? Ich kann jetzt nicht konkret einen sagen, aber wahrscheinlich ab und zu mal in einer Diskussion, oder wenn telefonierst mit einem Kundendienst oder so und eh ein bisschen genervt bist und dann wahrscheinlich sind es so Situationen, wo man dann das Gefühl hat, das muss doch jetzt irgendwie einfacher sein, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ja. Und dann sagen, komm,
es wird wohl einen Grund haben, dass das jetzt so kompliziert oder so lang geht. Hoffen wir es. Es gibt sicher auch andere, aber ich kann mir, versuche mir eher anzuzeigen, es wird irgendwie einen Grund haben, als schon mal einfach ein Vorurteil. Ja. Du hast vorhin ein paar Mal gestrichelt, zwei oder drei Mal gesagt, es ist eigentlich nicht so typisch für uns Schweizer. Mhm. Und dass die Leute finden, es braucht viel Mut, das zu machen, was du jetzt machst. Mhm. Ist das ein bisschen schade, dass wir Schweizer in dem Fall offensichtlich oder offenbar irgendwie so ein bisschen, kann man sagen, wir sind ein bisschen nicht zu faul oder zu vorsichtig, oder? Ich denke, dass vielleicht vieles nicht stattfindet, wo könnte stattfinden? Ich denke, vorsichtig ist wahrscheinlich das richtige Wort. Also so empfinde ich uns als Schweizer, aber auch mich selber, denn auch bei meinen Gedankengängen verwünsche ich mich selber bei so Gedankengängen. Und es ist ja noch verrückt, wenn man anschaut, welchen Wohlstand wir haben, wie der Arbeitsmarkt aussieht und so weiter und so fort. Da sind wir ja ganz, ganz oben mit dabei, im Positiven. Und trotzdem sind wir die wahrscheinlich am meisten Angst haben, irgendwie, so gefühlt. Das kommt wahrscheinlich miteinander, oder? Je mehr Wohlstand, desto mehr hast du zu verlieren, umso mehr vorsichtig bist. Ist gut möglich, das wäre psychologisch mal interessant. Ich kann mir das gut vorstellen, was du sagst. Ich glaube einfach, dass es manchmal einen Arschschutz braucht für sich selber. Und das muss ja nicht genau das sein, was ich jetzt mache. Es kann auch im Kleinen sein. Dass du sagst, mal, heute gehe ich jetzt aber auf Engelberg und bleibe Nacht. Was auch immer, es können auch ganz kleine Sachen sein, wo man sich einfach manchmal selber aus der Komfortzone rausholen muss. Und ich habe jetzt halt... Wieso? Das wäre jetzt die Gegenfrage wäre jetzt, wieso muss ich? Das ist berechtigt. Ich glaube einfach, dass es das Leben von einem einfach spannend macht. Es gibt ja, ich weiß nicht, wie die Autorin heißt, aber es gibt ein Buch, was die Leute am Lebensende am meisten bereuen. Das sind so fünf Sachen. Ich hätte weniger arbeiten sollen. Ich hätte mehr mit Freunden zusammen sein. Ich hätte mehr wagen sollen. Alles, was in die Richtung geht halt. Und wenn man es schon weiss, wieso kann man sich das auch nicht mal bewusst machen, wie du vorher gesagt hast, wir haben ja Kognition. Mhm. Und mein innerer Schweinehund sagt immer, nein, komm, vergiss nicht. Couch und Trainerhose ist immer gemütlicher. Ja, und auch ich, also ich bin jetzt nicht ein hypermutig Mensch, sondern ich auch im letzten Job auch über längere Zeit mir überlegt, ja, was will ich jetzt? Es ist nicht einfach, jetzt mache ich das, sondern es braucht einen Prozess und der war aber auch spannend gewesen. Aber nochmals, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich habe das Gefühl, gebt euch doch mal selber einen Arschtritt. Ein bisschen mehr. Ich glaube, es macht einem wieder offener, es macht einem lebendiger. Es gibt einem neuen Input in Kopf und Erfahrungen, die man wahrscheinlich auch nicht mehr vergisst. Ich glaube, die vier Praktiken werde ich mich immer erinnern, aber in einem normalen Arbeitsjahr oder das Jahr 21, 22 werde ich mich kaum erinnern in 20 Jahren. Ich glaube, es geht ja einfach ein bisschen darum, auch im Leben etwas zu wagen und ein bisschen Erfahrungen zu machen. Ich mache das auch gern. Ich war ein bisschen mit dem gleichen konfrontiert, wo wir den Schritt gewagt haben von aufhören Lehre, wo wahrscheinlich der sicherste Job ist, den ich mir vorstellen kann. Zudem, also mir ist mir vorhin aufgefallen, wie du gesagt hast, dass Kollegen oder Umfeld gesagt haben, es ist eine coole Sache, es ist mutig und so. Das Mutig habe ich eben auch viel gehört. Ich selber habe es auch nicht so mutig empfunden eigentlich. Ich habe die gleiche Stelle. Ich habe gedacht, ja, wenn nicht mehr jetzt. Ja. Also weißt, wenn dann, weil es geht uns so gut, wir sind so sicher, es kann eigentlich nichts passieren. Und eben, ich tue mich auch gerne ein bisschen herausfordern, auch in kleinen Sachen, wie du gesagt hast. Sag das nur, wenn ich durch die Stadt von mir daheim zu der Ramona laufe, dass ich nicht immer den gleichen Weg laufe. Machst du das? Ja. Es gibt ja Leute, die sagen, das müssen wir unbedingt machen. Das habe ich jetzt im Fall noch nicht geschafft. Ich war jetzt gestern extra, ich habe jetzt gedacht, jetzt bin ich den Weg schon 50 Mal gelaufen im letzten halben Jahr. Jetzt, wo bin ich noch nicht durch? Und dann geht es halt mal ein bisschen weiter. Und dann, spannend. Das, oder weißt du, wenn du irgendein Essen bestellst, dass du halt mal dort bestellst und nicht schon 50 Mal bestellt hast und weisst, es ist geil, dann kannst du ja das nächste Mal wieder. Einfach mal zwei Sterne bewerten für einfach mal. Gibst denen mal eine Chance. Ja, einfach so Sachen irgendwie. Anstatt zum dritten Mal an diesen Ort in die Ferien, wo du schon warst, wieso nicht mal an einem anderen Ort? Ich finde, das sind die Sachen, die gut tun. Und wie kommst denn du zu dem Gedanken? Ich meine, du bist ja dann sozusagen schon vor mir
hast du so Sachen gemacht? Hat es einen Moment gegeben oder eine Person oder was auch immer, eine Situation, wo du gesagt hast, moi, das, jetzt muss ich mehr so anfangen denken? Oder ist das einfach aus dir, aus dem Inneren rausgekommen? Ich glaube, das ist einfach entstanden. Ich kann nicht einen expliziten Tag oder eine Situation oder eine Person nennen, die mich so inspiriert hat, sondern ich glaube, das hat sich einfach irgendwie ergeben. Es ist so ein Puzzle, wo aus verschiedenen Teilen, also wahrscheinlich angefangen bei der Erziehung von daheim, wo mich dazu gemacht hat, dass ich vielleicht offener bin für andere Sachen. Und dann ist es Reisen, wo du Einblick bekommst und dann sind es die Leute, die einem, mit denen du dich umgehst und Begegnungen, die entstehen. Und das, also ich habe das Gefühl, das beeinflusst einem ja immer. Es gibt dann immer etwas mit. Immer etwas mit. Und irgendwie diese Summe hat dann wahrscheinlich dazu beigetragen, dass ich das noch gerne mache. Hm. Warum, weiss ich auch nicht. Aber eben, ich habe die gleiche Einstellung. Ich finde auch, das Leben ist recht kurz. Finde ich übrigens so eine schreckliche Floskel. Ja, aber es ist eine schreckliche Floskel. Aber ich denke, jeder von uns hat schon Erfahrungen gemacht, wo es leider halt die Floskel besteht. Voilà, genau. Und dann, es würde mich einfach auch so anschiessen, wenn dann am Schluss alles, was ich gesehen habe, ist Luzern und alles, was ich gegessen habe, war die Pizza Prosciutto, die ich schon seit 100 Mal bestellt habe. Weißt du, das wäre irgendwie, ich glaube, das wäre mir einerseits langweilig und dann wäre es einfach auch mega schlechte Ausbeute. Von den Möglichkeiten. Ich kann sagen, oder? Das habe ich mir auch schon überlegt. Ich meine, wenn jemand glücklich ist mit dem, also ich sage ja nicht, dass jetzt alle reisen sollen und alle das, sondern ich glaube, es ist ja bei jedem ist vielleicht etwas anderes, wo er sich selber herausfordern kann oder mal neue Perspektiven bekommen. Mhm. Ich persönlich mache es jetzt nicht fest an genaue Aktivität oder so. Man kann sagen, ja, jeder soll glücklich werden, wie er will. Ich glaube aber, wenn man es mal macht, das ist ja wie beim Reisen, dann bist du wie angefixt oft. Und dann merkst du, es hat dir etwas gegeben und es hat dich weitergebracht und du willst es wieder. Und darum glaube ich, wenn man es macht, kann man vielleicht noch ein bisschen glücklicher werden. Das ist, also ich glaube, jeder soll machen, was er will. Und wenn er oder sie glücklich ist, mega schön, freue ich mich für die Person. Aber ich glaube, in gesellschaftlicher Hinsicht würde es, glaube ich, gut tun. Und das ist natürlich auch meine Ansicht. Das sagen wahrscheinlich andere Leute auch anders. Dass es gut tun würde, würde eher ein bisschen bei sich bleiben. Aber ich persönlich glaube, es würde der Gesellschaft gut tun. Man würde sich ein bisschen mehr herausfordern und mal ein Neues machen. Das widerspricht dann halt vielleicht der persönlichen Einstellung, die Person hat. Aber ich hatte eine lustige Situation, wo ich noch unterrichtet habe. Ich hatte einen Drittsack und es war irgendwie irgendein Konflikt. Wie es halt manchmal so ist, eine ist irgendwie ein bisschen angegeckt, weil sie sich ein bisschen anders geht als die anderen, wie es halt manchmal so ist. Ich weiß nicht mal, was es war, vielleicht hat sie die falschen Hosen angehabt. Auf jeden Fall ist es irgendwie... Und dann haben wir über das diskutiert in der Klasse und ich habe ihnen versucht zu zeigen, hey, das Leben ist viel spannender, wenn wir alle ein bisschen verschieden sind und jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen und das regt auf und das ist schön und so. Und ich habe irgendwie versucht zu sagen, ja, wenn all die Leute, die irgendetwas Grosses gemacht haben, die sind auf irgendeine Art rausgestochen und ein bisschen speziell gewesen. Richtig. Der Roger Federer spielt super Tennis und der entspricht nicht dem Durchschnitt, sondern er macht irgendetwas speziell Gutes und das ist jetzt einfach, weil ich den cool finde, aber alle anderen natürlich auch. Ja, und das soll doch so ein bisschen zeigen, hey, es ist im Fall cool, wenn du einfach auch irgendeinem Ort vielleicht ein bisschen anders bist als die anderen. Und dann hat die eine 14-Jährige gestreckt und gesagt, ja, und was ist, wenn ich nicht will? Also weißt, wenn ich nicht will, etwas Spezielles sein, wenn ich nicht will, der Federer sein oder der Elon Musk, oder wenn ich einfach will, 0815 Melanie sein, die einfach sein Leben, und dann habe ich eigentlich auch nicht so genau gewusst. Ja, wenn du das willst, ja, dann ist es wirklich blöd, wenn du rausstichst. Ja. Dann... Und da bin ich irgendwie ein bisschen perplex gewesen, weil ich eigentlich das gar nicht meine Einstellung ist. Ja. Oder weil ich eben auch ein bisschen finde, hey, jeder so, wie er ist. Und für sie ist das, glaube ich, wichtiger gewesen, dann einfach so zu sein wie alle anderen. Ja. Und was man auch noch anfügen muss, finde ich, natürlich ist es manchmal für mich auch ein bisschen einfach zu reden, denn ich hocke jetzt da und kann das jetzt einfach auch machen.
habe aber auch noch kein Kind, kann man es finanziell leisten. Also sind die dann auch noch so Faktoren, die man auch muss sehen. Aber wo ja aber auch ein Entscheid ist, dass richtig, es so ist. Ja. Natürlich kann das dann vielleicht auch nicht jeder jetzt genau das. Mhm. Und das macht auch nichts. Aber ich glaube, wir reden ja von einer Haltung. Mhm. Und die finde ich halt spannend und ich finde auch so Menschen spannend, wo die halt ein bisschen zumindest in sich innen haben. Mhm. Wie geht es weiter, ist immer die Frage am Schluss vom Podcast. Du hast das aber eigentlich schon ein bisschen beantwortet. Du willst jetzt die Praktikas noch machen und dann wird es dich wahrscheinlich wieder zurückschlagen, dort, wo du hergekommen bist. Wahrscheinlich. Also, man weiss es ja nie, wie wir gesagt haben. Aber ja, ich mache jetzt die Praktika und werde während dem wieder schauen, ob es für mich irgendeinen Platz frei hat. Am liebsten irgendwo in der Zentralschweiz. Und dann ist ganz vieles offen. Mhm. Also ich bin jetzt auch in einem Alter, wo man auch andere Lebensentscheidungen muss treffen. Ich habe gesagt, ich habe kein Kind. Das wird sicher ein Thema werden. Und von dem her, ja, ich bin sehr gespannt, was jetzt noch kommt. Und ich finde es eine wirklich coole Lebensphase. Mhm. Ich habe gar kein Problem mit dem Alter. Ich finde, man ist jetzt auch ein bisschen gefestigt. Man weiß, was man will und was nicht. Und man traut sich eben trotzdem etwas Neues und mir geht es sehr gut. Wenn du vorher noch abgemacht hast, dass nach dem Praktikum oder nach diesen Praktikas noch einmal vorbeikommst und vielleicht noch mal kurz erzählst, wie es dir so ergangen ist und ob es immer noch das Ziel ist, wieder zurückzugehen oder eben, ob du dann doch auf dem Gnadenhof hängen bleibst. Das würde mich sehr freuen, wenn wir das könnten zu machen. Würde mich auch sehr freuen, ja. In dem Fall ist das jetzt eine mündliche Zusage, die ist verbindlich, soviel ich weiss. Die ist gespeichert, ja. Ja, genau, sehr schön. Dann freue ich mich auf das. Danke für die Zeit, die du genommen hast. Neben deinem strengen Praktikum für das Gespräch. Ja, merci. Allen, die bis dahin zugelassen haben, danke für fürs Zuhören und Zuschauen. Es würde uns natürlich auch freuen, ihr würdet nächste Woche wieder hören und schauen. Bis dort eine gute Zeit und tschüss. Ciao zusammen.